Guten Tag und herzlich willkommen zum Frankfurter Kreis, dem Finanztalk von MeinGeld TV. Die Altersvorsorge in Deutschland steht vor neuen Herausforderungen. Der Niedrigzinssatz, die Langlebigkeit, die hohe Garantieverzinsung der Altverträge und der drohende Provisionsdeckel sind große Probleme für Berater und Versicherer. Wie kann man sich heute in der aktuellen Lage von der Altersarmut schützen? Genau das wollen wir fragen. Was müssen Versicherer und Vermittler tun, um dieses Problem zu lösen? Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast, Frau Ellen Ludwig. Sie ist Geschäftsführerin von Ascor Analyse, Leiterin Fachbereich Personenversicherung bei Software. Hallo. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Bernhard Rapp. Er ist Direktor Marketing und Produktmanagement bei Canada Life Deutschland. Guten Tag. Eingeladen haben wir Herrn Christian Botsch. Er ist Head of Sales, Broker Retail bei der Zürich Gruppe Deutschland. Hallo zusammen. Ganz herzlich willkommen heiße ich Herrn Christian Nuschele. Er ist Head of Sales und Marketing Germany in Austria bei Standard Life Versicherung. Hallo. Und last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Markus Kraftschak. Er ist Mitglied des Vorstandes und zuständig für den Maklervertrieb Leben, ergo Vorsorge Lebensversicherung. Hallo. Es ist immer wieder im Gespräch das Thema Garantie. Manche sind für die Garantie in einer fondgebundenen Lebensversicherung. Manche sagen, die Garantie ist zu teuer. Wie sehen Sie denn das? Also ich glaube, als erstes muss man sagen, dass Garantien immer einen Teil der Rendite kosten. Dafür hat man halt an der Stelle die Garantie. Auf der anderen Seite verkaufen sie in Deutschland und die Deutschen haben hier einen Wunsch nach Garantie, genau, in ihren Produkten. Sie müssen halt das, glaube ich, vernünftig austarieren, damit sie halt nicht nur die Garantie bezahlen mit ihren Einlagen, sondern halt auch an der Stelle genügend Luft haben in dem Vertrag, um hier auch noch eine Rendite zu erzielen. Also ist eine Ausgewogenheit zwischen der Rendite und den freien Fondsanlagen zwingend notwendig, weil sonst erzielen sie in der momentanen Zinssituation keine Rendite mehr. Keine ausreichende Rendite. Sie sagten austarieren. Wie kann man eine Garantie austarieren? Na, indem Sie hingehen und sagen, ist ja von Anlegertyp zu Anlegertyp und von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Für mich ist eine Garantie absolut wichtig und ich muss es zu 100% haben. Oder vielleicht ist es so, dass ich sage, ich brauche eigentlich das, was ich einlege, eigentlich nur zu 50%, weil ich weiß, dass ich eine deutlich höhere Rendite erzielen kann, wenn ich mehr in den freien Fondsanlagen unterwegs bin. Und das geht runter innerhalb der Ergo-Produktpalette von 0 bis zu 100%. Da kann ich jedem Kunden dementsprechend individuell das Thema auch anbieten und dann die Wünsche des Kunden auch umsetzen. Naja, wir haben 2015 entschieden, ganz konsequent entschieden, dass wir keine Garantieprodukte mehr anbieten. Genau. Ja, wir haben einen sehr, sehr gut funktionierenden Bestand, ähnlich wie bei Canada Life, wie der Herr Rapp das auch geschildert hat, mit einer endfälligen Garantie. Also dann, wenn der Rentenbeginn ansteht oder wenn das Kapital zur Auszahlung kommt, erzielen damit gute Ergebnisse. Die zugrunde liegenden Anlagen, der With-Profit, hat beispielsweise year-to-date fast 7% plus gemacht. Ja, das ist ein starkes Ergebnis für ein Garantieprodukt. Aber wir haben beschlossen, dass das fürs Neugeschäft einfach keinen Sinn macht, weil wir ja jede Garantie langfristig besichern müssen. Und in dieser Niedrigzinssituation, ich möchte es ungern Phase nennen, weil es schon so lange geht. Ja, die wird auch weitergehen. Ist es einfach etwas, was aus unserer Sicht nicht mehr die nötigen Ertragschancen bietet, also auch für den Kunden die nötigen Ertragschancen gibt, um seinen Erwartungen gerecht zu werden. Unsere Makler und unsere Berater brauchen diesen Spagat nicht notwendigerweise erklären. Wir haben ja Garantien und die haben wir weiterhin. Bei uns gibt es die Garantie dann, wenn die Rente beginnt. Das heißt, hohe Flexibilität in den ersten 20, 30, 40 Jahren. Und damit muss der Kunde nicht auf die Garantie verzichten, sondern er hat sie dann, wenn er sie braucht. Und unterwegs hat er möglichst hohe Renditechancen, indem möglichst viel in Aktien gehen kann. Also wir sind nach wie vor der Überzeugung, der Kunde muss am Schluss entscheiden, will ich Garantie haben oder nicht. Wir haben natürlich auch ohne Garantie. Haben Sie auch, ne? Haben wir auch. Oder auch gemischt, kann man auch tun. Aber er muss jetzt nicht in jedem Fall den Kunden davon überzeugen, dass Garantien teuer, unnötig oder sonst etwas wären.
Ich denke, es ist ein allgemeines Thema im Moment, also im Niedrigzinsbereich, sogar im Negativzinsbereich. Wie will man eine Bruttobeitragsgarantie darstellen? Man hat ja auch noch Kosten. Und insoweit ist es fast unmöglich, wenn das so anhält, eine Garantie im 100%-Bereich darzustellen. Sofern der Kunde die Garantie wünscht, gibt es durchaus nach unten skalierbare Garantien. Die bieten wir als Zürich auch an, sei es 50%-Lösungen oder 80%-Lösungen. Aber am Ende des Tages hängt es halt immer tatsächlich von dem Kundenwunsch und dem Bedarf beim Kunden ab. Herzlichen Dank an meinen Experten. Das war die Runde zum Thema Altersvorsorge trotz Niedrigzins.